An der Straße von Gibraltar hat jeder nur ein Ziel, auf die andere Seite zu kommen. Touristen und illegale Einwanderer, die ihr Leben riskieren. Wir lösen ein Ticket. Jetzt. Dreimal täglich von Europa nach Afrika und zurück. Jesus Borrego ist Fährkapitän auf der Straße von Gibraltar. Mit einem Ceuta-Jet kreuzt er eine der bedeutendsten Meerengen der Welt. Das hier ist eine der verkehrsreichsten Regionen, die es gibt. Der englische Kanal, wie wir die Straße von Gibraltar nennen. Es gibt viele Orte mit extremem Schiffsverkehr. Aber hier ist es am vollsten. Alle, die vom Atlantik nach Asien wollen, müssen durch die Straße von Gibraltar. Und dann durch den Suezkanal. Täglich durchfahren etwa 400 Handelsschiffe die Meerenge. Auch die Fähren sind 365 Tage im Jahr im Einsatz. Rund 5 Millionen Menschen nutzen jährlich die Passage. Afrika und Europa immer in Sichtweite. Vier Hoheitsgebiete liegen an der 68 Kilometer langen Meerenge. Spanien und das britische Gibraltar auf europäischer Seite und Marokko und die spanische Enklave Ceuta in Afrika. Der Weg auf die andere Seite ist nicht immer so sicher wie mit der Schnellfähre von Jesus. Mindestens 4.500 Flüchtlinge haben in den vergangenen 20 Jahren hier die Reise von Afrika nach Europa mit dem Tod bezahlt. Diese Kleidungsreste stammen von 28 Menschen, die im Gummiboot aus Marokko geflüchtet sind. Die spanische Polizei hat sie aufgegriffen und in den Hafen von Tarifa gebracht. 28 Menschen aus verschiedenen Ländern Afrikas. Die Menschen sind Kriegs- oder Wirtschaftsflüchtlinge, wie dieser Mann mit Bibel, die er stets bei sich hatte, auf dem Weg von Guinea-Bissau nach Spanien. Sie wissen, dass sie nur mit Glück überlebt haben. Die Reise mit dem Boot dauerte 7 Stunden. Der Motor ging kaputt und es gab große Probleme. Wir danken Gott, dass wir noch am Leben sind. Zum Glück haben uns die Spanier gerettet. Jetzt müssen wir einfach hier bleiben. Bitte, Afrika ist arm. Es gibt kein Essen. Bitte lasst uns bleiben. Ich möchte hier zur Schule gehen. Frauen und Kinder versorgt das Rote Kreuz im Zelt. Männer unter freiem Himmel. Die Erstversorgung übernehmen fast immer ehrenamtliche Helfer vom Roten Kreuz. Ivan Lima koordiniert die Gruppe. Sein Einsatzgebiet wird auch der größte Friedhof Europas genannt, weil regelmäßig Flüchtlinge kentern und ertrinken. Die wenigsten haben Papiere dabei. Um die Patienten behandeln zu können, werden sie zu einer Nummer mit Krankenakte. Heute war gutes Wetter. Da war ein dehydriertes, erkältetes Baby dabei. Dem ging es am schlechtesten.
Normalerweise kommen hochschwangere Frauen an. Im 7. oder 8. Monat. Das sind die härtesten Fälle. So viele Leute in einem so kleinen Boot haben Schmerzen. Manchmal vermischt sich das Benzin mit Wasser und verursacht Verbrennungen. Weil sie sich nicht bewegen können, verätzt die Haut. Und das sind die üblichen Verletzungen. Sie haben Schmerzen von der gebückten Haltung, Schwangerschaftsschmerzen. Sie sind unterkühlt, sehr nass. Das hängt davon ab, wie lange sie im Wasser waren. Normal sind Unterkühlungen und Gelenkschmerzen. Jesus Borrego braucht nur 60 Minuten, bis er auf der anderen Seite ist. Unterwegs passiert er den berühmten Felsen von Gibraltar und kreuzt ein Revier, in dem besonders viele Meeressäuger leben. Wenn wir auf See sind, können wir jeden Tag viele Delfine beobachten. Sowas gibt es nicht, wenn man im Büro arbeiten muss. Regelmäßig kommen auch Grindwale in die Straße. Manchmal sogar Finnwale, Pottwale oder Orcas. Die meisten Passagiere wollen bequem und rasch übersetzen und buchen dafür die Schnellfähre. Ein gutes Dutzend Reedereien, viele Schiffe und Häfen konkurrieren um Fracht und Gäste. Ankunft in Ceuta. Der Ort steht seit dem 16. Jahrhundert unter spanischer Herrschaft und gilt als begehrtes Ziel illegaler Einwanderer. Kein Wunder, dass der Hafen wie eine Festung gesichert ist. Ich komme jetzt seit 4 Monaten mit dem Ceuta-Jet in den Hafen und im letzten Jahr mit dem Tarifa-Jet. Also insgesamt waren das bis zu 100 Tage. 3-mal am Tag. Nach 300 Mal anlegen. Naja, vielleicht 250 bis 300 Mal. Und dann gleich wieder zurück. Ausgestiegen ist er bisher noch nie. Nein, im Moment noch nicht. Ich habe einfach nicht die Zeit dafür gefunden. Aber es ist auf meinem Wunschzettel. Nur wenige Kilometer weiter, auf marokkanischem Gebiet, am Berg Jebel Moussa mit Blick auf Europa. Der Sage nach hat einst Herkules im Wutanfall die Felsregion zwischen Europa und Afrika gespalten. Im Norden entstand Gibraltar, im Süden der Jebel Moussa. In der Mitte klaffte ein großes Loch, die Straße von Gibraltar. Den Alltag am Fuße des Jebel Moussa prägen vor allem Fischer und ihre kleinen Boote. Der Küstenstreifen ist ein besonders sensibles Gebiet. Was so idyllisch scheint, wird unauffällig, aber streng vom Militär überwacht. Jedes noch so kleine Boot könnte in krumme Geschäfte verwickelt sein. Viele Europäer sehen in jedem Fischer einen potenziellen Schmuggler und Fluchthelfer. Sehr zum Leidwesen der Dorfbewohner, die nur ihren Fisch verkaufen wollen. Marokko hat Europa zugesichert, den Strom der Flüchtlinge und den Schmuggel unter Kontrolle zu halten. Der Küstenstreifen soll sauber bleiben und in eine moderne Wirtschaftsregion umgewandelt werden. Zurück nach Spanien, zum Schlauchboot und den 28 Flüchtlingen. Nach der Erstversorgung nimmt die Polizei die Flüchtlinge mit. Ohne Papiere kommen sie ins Auffanglager. Viele Frauen sind noch Teenager, schon junge Mütter oder noch schwanger. Nicht selten werden Frauen auf dem monatelangen Weg zur marokkanischen Küste vergewaltigt.
Die meisten Flüchtlinge bleiben 60 Tage im Auffanglager, werden dann entlassen und zu illegalen Landarbeitern. Ohne ihre Arbeitskraft würde die Landwirtschaft im Süden Spaniens zusammenbrechen. Trotz aller Routine hinterlässt jeder Einsatz Spuren bei den Rotkreuzhelfern. Meine schlimmste Erfahrung habe ich letztes Jahr gemacht, als bei einem der Boote der Boden kaputt ging. Viele Leute sind ins Wasser gefallen und ertrunken. Damals war ich noch freiwilliger Helfer. Sie haben mich gerufen und ich habe etwas länger gebraucht als normal. Alle anderen waren schon da. Einer der Väter fragte mich auf Englisch nach seiner Frau und seiner Tochter. Dann habe ich gesucht und bei meinen Kollegen rumgefragt und habe erfahren, dass sie niemanden mehr retten konnten. Was bleibt vom alten Leben in Afrika? Ein Müllcontainer mit alter Wäsche. Am nächsten Tag lähmt ein Generalstreik fast das ganze Land. Die Fährmannschaft würde gerne ablegen. Doch ohne Hafenarbeiter, Kontrolleure und Abfertigungsleute funktioniert das nicht. Es können keine Passagiere an Bord. Auch wenn wir nicht ablegen können, haben wir auf dem Schiff viel zu tun. Arbeiten, die wir normalerweise nicht machen können, weil wir keine Zeit dafür haben. So sieht heute unser Tag aus. Der monatliche Papierkram wird erledigt, die Maschine gewartet, das ganze Schiff muss sauber gemacht werden. Obwohl wir nicht auf See sind, haben alle etwas zu tun. Währenddessen nutzen viele Spanier den Generalstreik für einen Ausflug ins benachbarte Ausland. Nach Gibraltar. Die Halbinsel ist so beliebt, weil es dort keine Mehrwertsteuer gibt. Der Flughafen bildet die Trennlinie zwischen Gibraltar und Spanien. Gerade mal 6,5 Quadratkilometer groß ist das Zwergland. Eine kleine Landzunge, die zum britischen Überseegebiet gehört. Man gibt sich gern britisch, aber auf keinen Fall will man englisch sein. Vor allem will man anders sein. Eigenständig, mit britischem Einschlag. Englisch ist Amtssprache. Bezahlt wird mit dem Gibraltar-Pfund. Fast 30.000 Leute leben hier. Wenn dann noch Tagesgäste in die Stadt strömen, ist die Hauptstraße schnell dicht. Zigaretten, Benzin, Alkohol und Schmuck sind die Shopping-Attraktionen in vielen Läden. Zu den wenigen Grünzonen zählt der Botanische Garten. Der wird geleitet von John Cortes, einem leidenschaftlichen Gibraltesen. Wir sind anders und wir fühlen uns anders. Ich bin oft in Großbritannien und habe da studiert. Und ich fühle mich da viel mehr zu Hause als in Spanien. Es gibt einen echten Unterschied zwischen Gibraltar und Großbritannien. Aber genauso zwischen Gibraltar und Spanien. Die Sprache zum Beispiel. Natürlich können wir alle Spanisch. Aber wir sind routiniert im Englischen. Man sagt, wir beten auf Englisch und wir fluchen auf Spanisch. Zu den Wahrzeichen von Gibraltar gehören die Berberaffen. Rund 200 leben im Naturschutzgebiet auf dem Upper Rock. Wie die Affen von Afrika nach Gibraltar gekommen sind, weiß niemand mehr. Heute ist John Cortes verantwortlich für das Wohl der Tiere. Mit Sorge beobachtet er, dass in Gibraltar immer mehr Grünland verschwindet. Wie die meisten Leute möchte ich, dass die natürliche Schönheit erhalten bleibt. So wie bei jeder Ikone auf der ganzen Welt.
Viele wissen vielleicht nicht, wo der Felsen von Gibraltar liegt, aber sie haben eine Vorstellung davon, wie er aussieht. Er ist ein Wahrzeichen am Eingang der Straße von Gibraltar. Dieser Felsen hat vermutlich erlebt, wie einst der Atlantik das Mittelmeer geflutet hat. Er ist so eine wichtige Ikone. Es ist ein Ort, der richtig und natürlich aussehen muss. Und die Sicht von hier darf nicht verbaut werden. Die Meerenge ist nicht nur für den Schiffsverkehr bekannt. Auch die Küsten sind mitunter überwältigend. Das hier ist der Adrenalinstrand von Tarifa, das Mekka der Kitesurfer. Tarifa gilt als südlichste Stadt des europäischen Festlandes. Hier geht auch Sela Esposito surfen, wenn sie nicht als Stewardess auf der Fähre unterwegs ist. Wie Captain Jesus hat sie heute Spätschicht und lässt sich vom Lenkdrachen über den Atlantik ziehen. Dazu musst du vor allem nachdenken und vorausschauen, um die Kontrolle zu behalten. Wenn du schon fahren kannst, so wie ich, dann kommen als nächstes die Sprünge dran. Dafür braucht man schon Kraft. Aber für das ganz normale Segeln kommst du auch ohne aus. Dafür brauchst du nur viel Geduld. Und du musst immer wissen, was du tust. Du musst deinen Kopf benutzen. Am schwierigsten ist es, mit dem Brett aus dem Wasser zu kommen. Alles andere ist einfach. Lass dich einfach treiben. Dass Kitesurfen ausgerechnet hier so beliebt ist, hat einen simplen Grund. Die Straße von Gibraltar gilt als eine der zugigsten Meerengen der Welt. Der Wind an der Küste erfreut nicht nur die Surfer. Auch die Stromerzeuger lieben diese Gegend. Weht es kräftig aus Osten, ist es meist der warme Levante, der sich über dem Mittelmeer aufbaut. Bläst es kühl aus Westen, ist das der Poniente. Flüchtlingen ist das egal. Für sie ist jeder Wind ein Sicherheitsrisiko. Am nächsten Tag auf dem Ceuta-Jet. Jesus übernimmt ein startklares Schiff von seinen Kollegen aus der Morgenschicht. 18 Leute arbeiten auf der Fähre. Eine internationale Besatzung aus aller Herren Länder. Ab- und Anlegen sind die Momente, in denen Jesus besonders gefragt ist. Wird das Schiff beschädigt, ist der Kapitän verantwortlich. Jesus ist jetzt den 19. Tag im Dienst. Nur noch heute und morgen, dann beginnt seine Ruhezeit. Auf dem Weg nach drüben geht es am Frachtterminal vorbei. Mit über 3 Millionen umgeschlagenen Containern jährlich gehört der Hafen von Algeciras zu den wichtigsten in Europa. Hat Jesus die Kräne hinter sich gelassen, darf er Gas geben. Die 65 Stundenkilometer haben allerdings ihren Preis. Am Ende eines Tages sind rund 20 Tonnen Diesel verbrannt. Eine so schnelle Fahrt fordert besondere Aufmerksamkeit. Überall könnten schwimmende Untersätze mit Flüchtlingen den Weg kreuzen. Hallo Seenotrettung, hört ihr mich? Etwas weiter östlich wurde gerade ein Boot mit Flüchtlingen aufgebracht. Über Funk wurde eben erzählt, dass sie eine Patera gefunden haben. Das ist ein Schlauchboot. Am Kap von Gata, das liegt bei Almeria. Die Entfernung über das Mittelmeer beträgt da mindestens 150 Kilometer. Stellt euch mal vor, wie verzweifelt die Leute sein müssen, um mit 30 Leuten im Gummiboot mindestens 150 Kilometer zurückzulegen. Okay.
Für die Einheimischen an Bord ist das normal. Alle wissen, dass die Meerenge ein schwieriges Gewässer ist. Bis zu 400 Frachter und Fähren passieren täglich die Straße von Gibraltar. Eine Zeit lang war es allerdings ruhiger. In den schlimmsten Zeiten der internationalen Finanzkrise konnte man hier viele Schiffe sehen, die an der Ankerkette liegen blieben. Die warteten auf Aufträge oder was auch immer. Ich bin mir nicht sicher, aber mir scheint, dass es langsam besser wird. Es wird Nacht auf der Straße von Gibraltar. Im Schutz der Dunkelheit passieren Dinge, die nicht an die Öffentlichkeit sollen. Krumme Geschäfte und Drogen- und Waffenhandel. Es wird gewildert und geschleust. Die Polizei und die Seenotrettung sind in Alarmbereitschaft. Aber in dieser Nacht bleibt es ruhig. Erst am Morgen rückt die Salvamento Marittimo aus. Sie holt die meisten Schiffbrüchigen aus dem Meer. Früher kümmerten sich die Männer vor allem um Bootsunfälle oder leichtsinnige Wassersportler. Heute stehen die Flüchtlinge im Mittelpunkt. Niemand weiß genau, wie viele Nussschalen täglich in Marokko aufbrechen. Auch nicht Kapitän Juan Carlos Dujar. Es ist schwer, da eine Zahl zu nennen. Wir wissen nur, dass viele Boote mit Flüchtlingen in Marokko losfahren. Und niemand sieht sie. Die Leute können nicht telefonieren, weil sie keinen Empfang haben. Manche werden von der Strömung erwischt und weit aufs Mittelmeer getrieben. Und wahrscheinlich wird keiner mehr von ihnen hören. Es ist wirklich schwer, eine Zahl zu nennen. Aber wir hatten definitiv viele. Boote, die nachts rüber wollten, sind auch von Containerschiffen überfahren worden, weil man die Kleinen ja nicht sieht. Die verschwinden dann einfach. Jede Woche trainieren sie die Bergung von Verletzten. Ohne Männer wie den französischen Rettungsmann Philippe Chapuis würden hier noch mehr Flüchtlinge sterben. Wir fühlen uns nützlich, weil wir viele Leben retten. Aber es macht uns traurig zu sehen, welches Risiko die Leute eingehen, um nach Europa zu kommen. Wir werden gebraucht, weil wir Menschen retten können. Aber es schmerzt, die Schicksale der Frauen und Kinder zu sehen. Dann kommt der Salvamento-Helikopter. Im Ernstfall werden Schwerverletzte aus der Luft geborgen und ins Krankenhaus geflogen. Dabei spielt der Froschmann eine wichtige Rolle. Schließlich können Verwundete kaum mithelfen, um in den Hubschrauber zu kommen. Was hier wie eine Turnübung aussieht, wird bei Sturm und Seegang zum lebensgefährlichen Manöver. Das Ganze funktioniert nur als Teamarbeit. Und das wird immer mehr zum Problem. Spaniens Staatskassen sind leer. Und der Sparzwang hat auch den Rettungsdienst erwischt. Personalabbau ist ein heißes Thema bei den Salvamento-Leuten. Noch sitzt jeder Handgriff, um Verletzte vom Meer zu holen. Egal ob Flüchtling, Fischer oder Passagier einer Fähre. 1,5 Stunden dauert die Übung. Geht alles gut, sieht man sich erst beim nächsten gemeinsamen Training wieder. Ansonsten bei der nächsten Katastrophe. In Algeciras ist es spät geworden. Für Sheila Esposito, die Kitesurferin, geht der letzte Arbeitstag zu Ende.
Dann hat sie 20 Tage lang Dienst gehabt und kann an den Strand gehen, ohne an die nächste Fahrt zu denken. Auch bei Jesus wächst die Vorfreude. Er wird heute von Bord gehen und erst nach 10 Tagen zur nächsten Frühschicht antreten. Sobald das Schiff den Hafen verlassen hat, kann der Kapitän auf Autopilot umstellen, muss aber alles im Blick behalten. Der Kapitän ist alles und gar nichts. Er ist an Bord, um alles zu kontrollieren, sämtliche Arbeiten, damit alles richtig funktioniert. Er ist das Auge, das alles sieht, alles sehen sollte. Ein Kapitän hat seinen Job gut gemacht, wenn er nichts zu tun hat. Das bedeutet, dass alle Abteilungen richtig laufen und alles funktioniert, wie es soll. Und der Kapitän sich nicht einmischen muss. Kurz vor Mitternacht. Trotz der späten Stunde ist das Schiff gut gebucht. Die letzte Fahrt nach Ceuta oder zurück zum spanischen Mutterland will keiner verpassen. Das nächste Schiff fährt erst im Morgengrauen. Auch wenn er schon so oft hier war, ohne kollegiale Hilfe sollte Jesus nicht einparken. Zu groß ist die Gefahr, sich eine Beule einzufangen. Zeit für einen letzten Kaffee mit der Crew. Vor der Rückfahrt wird noch einmal alles durchgeputzt. Dann geht es heim nach Algeciras. In den nächsten Tagen möchte ich mich erst mal um mein Haus kümmern. Ich bin ja gerade dabei, ein Haus zu bauen. Das habe ich in der letzten Zeit ziemlich vernachlässigt. Da gibt es noch viel zu tun und darauf will ich mich konzentrieren. Am Strand hat Jesus keine Zeit. Er wird als Heimwerker gebraucht. Sein neues Haus liegt etwas abseits der Küste und ist schon bald bezugsfertig. Das ist das halbfertige Wohnzimmer. Wir haben nur ein Sofa und einen ganz alten Fernseher. Hier fehlt noch die Farbe. Ins Badezimmer gehen wir lieber nicht, weil es halb verwüstet ist. Das ist mein Büro. Da ist die Seekarte. Da ein Sextant. Ganz viel altes maritimes Zeug. Das sind ja fast schon Heiligtümer. Das ist ein antiker Sextant. Den benutzt man heutzutage nicht oft. Es ist ein Relikt. Eine Antiquität, noch aus Messing. Das habe ich mir als Deko, weil ich daran hänge. Ein Klassiker. Bücher über Schiffe. Meine Musik. Mein Neffe. Mi sobrino. Das wird die Operation Barbecue. Da kommt noch was zum Liegen hin, wenn es mal aufhört zu regnen. Und hier noch ein Sonnenschutz zum Schattenspenden. Pflanzen. Es ist sehr klein, aber das wird schick hier. Es muss nur noch wachsen.
Und nächstes Jahr geht es los. Erst Dauerregen, dann Nebel, schlechte Sicht und wenig Wind. Gute Bedingungen, um unentdeckt über die Straße von Gibraltar zu flüchten. Schnellfähren müssen ab 3 Meter hohen Wellen im Hafen bleiben. Als Ansprechpartner für die Passagiere ist es wichtig, dass ein Teil der Mannschaft aus den Anrainerstaaten kommt. Der Marokkaner Othman Zemouri arbeitet als Chef der Service Crew an Bord. Othman ist stolz auf seine Arbeit. Auf dieser Strecke sind schon Präsidenten und Minister mit uns gefahren. Und wir hatten direkten Kontakt mit ihnen. Also Leute, die in Marokko etwas zu sagen haben. Und wir hatten direkten Kontakt zu ihnen. Große Persönlichkeiten. Diese Fahrt geht nach Tangermed, zum neuen Vorzeigehafen Marokkos. Ein Film über die Straße von Gibraltar ist natürlich nicht vollständig, ohne den marokkanischen Teil zu zeigen. Wir wären gerne offiziell ausgestiegen, um zu drehen, aber die Behörden gaben uns keine Erlaubnis. So bleiben nur die Bilder, die wir als Touristen einfangen konnten. Tanger gilt als wichtigste marokkanische Stadt an der Straße von Gibraltar. Es wurde berühmt durch seine Wüstenjahre Mitte des 20. Jahrhunderts. Damals prägten Schmuggler und Exzentriker den Ort. Truman Capote nannte Tanger die Stadt der Lumpen. Das ist heute vorbei. Tanger ist zur aufstrebenden, schnell wachsenden Großstadt geworden. Das hatte der König von Marokko beschlossen. Und was der König sagt, wird umgesetzt. Mit kleinen und großen Geschäften wächst die Wirtschaft stetig und solide, auch wenn man das nicht immer sieht. Othman Zemouri hat seinen 2-jährigen Sohn Adam vom Kindergarten abgeholt. Die Familie lebt am Rande der Innenstadt in einem ruhigen Wohnviertel. Othmans Frau, Lamia, arbeitet in Tanger für das Gesundheitsministerium. Über persönliche Dinge sprechen sie nicht so gerne. Erst beim Tee wird Othman ein bisschen privater. Natürlich. Seemann zu sein, ist der Traum eines jeden. Aber ich habe eigentlich etwas anderes studiert. Management. Genauer gesagt, Personalmanagement. Aber dann hatte ich plötzlich die Gelegenheit, zur See zu fahren. Und ich mag das Meer. Für uns im Norden von Marokko ist das Meer heilig. Die Familie hat große Pläne. Othman interessiert sich für Politik und möchte an der Gestaltung seiner Heimatstadt mitwirken. Damit auch sein Sohn einmal stolz auf seinen Vater und auf Tanger ist. Ein paar Kilometer weiter in Fnidek. Hier verkaufen die Fischer, was ihnen in der Straße von Gibraltar in die Netze gegangen ist. Fnidek gilt nicht als reicher Ort.
Marokkos Regierung setzt auch hier auf raschen Strukturwandel. Die Leute sollen gute Chancen auf neue Jobs haben. Damit die nächste Generation nicht mehr von einem Leben in Europa träumt. Aus marokkanischer Sicht liegt der Wohlstand gleich vor der Tür. Ceuta, die spanische Enklave in Afrika. Sabta nennen es die Marokkaner. Rund 75.000 Einwohner leben in der Stadt, die kleiner ist als der Flughafen von Madrid. Von der anderen Seite der Grenze sieht es so aus. Täglich kommen Tausende in das winzige Stück Spanien. Marokkaner dürfen ohne Visum für einen Tag nach Ceuta. Spätestens um Mitternacht müssen sie wieder zurück sein. Viele pendeln, um für einen kleinen Lohn in der Enklave zu arbeiten. Die meisten sind zum Einkaufen oder als fliegende Händler unterwegs. Aufs spanische Festland darf keiner, zumindest nicht ohne Visum. Für Ceuta gibt es eine Extraregelung, weil es nicht zum Schengen-Abkommen gehört und damit nicht an der Außengrenze der EU liegt. Natürlich gab es immer wieder Versuche, illegal über die Grenze zu kommen. Aber mittlerweile sind die Überwachungssysteme kaum noch zu überlisten. Es wird immer schwerer, unentdeckt auf die andere Seite zu kommen. Viele Flüchtlinge weichen auf andere, noch riskantere Routen aus. Zurück auf der europäischen Seite. Vor der spanischen Küste wurde ein Schlauchboot aus dem Wasser geholt. Jetzt liegt es an der Hafenmole von Algeciras. Das Rote Kreuz will die drei Flüchtlinge versorgen, die mit dem Boot nach Spanien gepaddelt sind. Aber Ivan Lima und seine Leute kommen zu spät. Die Polizei hat die Flüchtlinge bereits mitgenommen. Die Seenotrettung hat die Leute ungefähr 15 Seemeilen von hier aus dem Wasser gezogen. Die waren alle klitschnass, weil es geregnet hatte. Die ganze Nacht. Ansonsten waren sie gesund. Die Flüchtlinge hatten Glück. Immerhin sind sie noch am Leben. Das hier ist schon eines von den besser ausgestatteten Booten. Normalerweise sind sie noch kleiner. Was gibt's? Ivan will die Flüchtlinge finden und versorgen. Nach einer langen Irrfahrt von Polizeiwache zu Polizeiwache hat er sie irgendwann gefunden. Gedreht werden dürfen sie nicht. Wo Jesus steckt, ist einfacher zu sagen. In Ceuta. Er hat den letzten freien Tag und erfüllt sich endlich seinen Wunsch, Spaniens Außenposten zu besuchen. Seine Begleitung ist Carola Gomez. Die Stadtführerin war schon oft Passagierin auf seinem Boot. Im Hafen grüßt Herkules. Seine Säulen haben zwar nicht direkt mit Ceuta zu tun, aber das stört hier keinen. Dass Spanien ein Stück Land in Afrika hat, findet Jesus normal. Das gehört zur Tradition. Spanien hat sich schon immer über die Welt verteilt. Es hat rund um den Erdball Städte gehabt. Nicht nur in Afrika. In Amerika, Asien. Überall gab es Kolonien. Deswegen kommt es mir nicht komisch vor. Es ist ein Teil von Spanien, genauso wie die Kanarischen Inseln oder die Balearen. Da ist nichts Seltsames dran. Ceuta ist seit Jahrhunderten spanisch, was Marokko nie wirklich anerkannt hat.
Die beiden Nachbarländer liegen sich bis heute immer wieder in den Haaren. Einheimische wie Carola Gomez sind es gewohnt, im Kleinen zu leben, ein wenig eingemauert. Carola hat die halbe Welt gesehen und will doch in Ceuta bleiben. Es stimmt, die Stadt ist klein und schränkt einen ein. Aber dafür ist die Grenze in der Nähe. Du kannst nach Marokko. Oder du nimmst das Boot und fährst aufs spanische Festland. Ich persönlich mache so viel, dass ich gar keine Zeit habe, mich eingesperrt zu fühlen. Ich suche mir immer eine Aufgabe. Mein Job im Tierheim, meine Arbeit als Sportlehrerin, als Englischlehrerin. Ich habe keine Probleme mit der Enge. Viele empfinden das in Ceuta, aber ich nicht, weil ich nie zur Ruhe komme. Atlantik oder Mittelmeer? Wo liegt nun eigentlich Ceuta? Wo genau ist nun eigentlich was? Und wie erkennt man das? Wer könnte das besser wissen als Kapitän Jesus Borrego? Oh, da muss ich erst mal überlegen. Mittelmeer und der Atlantik. Ist eine viel entspanntere See. Ebbe und Flut sind auch milder. Das typische Mittelmeer-Flair erkennt man gut. Auf der anderen Seite der Straße spürt man schon die atlantische Zone. Es gibt höhere Wellen als im Mittelmeer. Die Strömung ist auch viel stärker. Ebbe und Flut sind auch deutlicher zu spüren. Wenn man an bestimmten Orten ist, egal ob auf der nördlichen oder auf der südlichen Seite, kann man ganz gut erkennen, wo das eine anfängt und das andere aufhört. Mittelmeer, Atlantik. Am nächsten Morgen beginnt dann wieder alles von vorn. 20 Tage lang. Jesus ist wieder Chef vom Schiff. Gibraltar ist noch immer britisch. Und irgendwo warten wieder Flüchtlinge auf ihre Chance, unentdeckt nach Europa zu kommen.